Moin Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Car-Technik Repair Channel. Ja, so langsam kennt ihr das Auto. Auf jeden Fall, wir haben das nächste Problem. Wir haben jetzt ja vor kurzem Zündkerzen gewechselt und wie Teufel komm raus, jetzt ist eine Zündspule platt. So, Zündspule ist eigentlich kein kritisches Thema. Der Nachteil ist nur, aus Erfahrung her, wir müssen alle machen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den 3,6-Zylinder drin, den 3,23 mit dem M52 Motor. Es spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt einen 4-Zylinder, einen 6- oder 8-Zylinder. Es ist leider meistens so der Fall, wenn die Autos halt ein paar Tage alt sind. Und wir haben dann irgendwann die Laufleistung erreicht von 120, 150, 180.000 und weiter. Die Zündspulen haben halt einen Verschleiß. So, und sollte mal eine kaputt gehen, was völlig normal ist, man macht dann eine neu, dann dauert das nicht lange, dann geht die nächste kaputt. Und so geht das in der Reihe immer weiter. Dementsprechend kann man lieber sagen, wir machen einmal eine komplett neue Reihe rein und fertig. Alle einmal neu und haben wir wieder Ruhe. Warum geht eigentlich eine kaputt, wenn man eine andere kaputt, wenn man eine neu macht? Ja, das liegt einfach daran, das Problem ist einfach, in diesen Zündspulen entsteht ja sozusagen der Zündfunk, die Leistung für die Kerze. So, es ist hier quasi ein Hochspannungsbauteil. So, und wenn ich jetzt quasi eine neue reinsetze, hat die ganz andere Widerstandswerte wie die alten. Das heißt, die neue zieht extrem. So, und die, die sowieso schon viel gelaufen haben und die, die schwach sind, die verrecken darunter. Deswegen gehen dann die alten immer kaputt. Das ist der einzige Grund dafür. Auf jeden Fall, wir werden uns hier alle 16 tauschen. Ich zeige euch wie immer, wie es geht. Ich werde euch jetzt oben ein Video einblenden für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie man jetzt hier quasi an den Block reinkommt, beziehungsweise wie man jetzt oben den Windlauf entfernt. Und zwar genau hier oben hin, wo hier der Pollenfilterkasten ist. Das ist eigentlich ganz einfach, eben die Klammern, die drei Stück rausziehen, dann 4x30er Torx-Schrauben, die hier unten drin sind, einmal eben raus. Und dann kann man den ganzen Kasten so raus, die zwei Clips, 10er Motor, Pappe runter, fertig. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal eben an, die Dinger sind hier zu tauschen. Und zwar, ich hole mal eben kurz den 10er dafür, einen mit Jungs. So, wie wir sehen, wir haben jetzt da oben die neuen 6-Zinn-Spulen. Und ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt. Also die sind jetzt nicht nagelneu, aber die sind fast neu. Die sind original auch wieder von BMW Bremi, also originale Zündspulen, richtig geil. Die haben echt nur ein paar hundert Kilometer gelaufen. Da habe ich richtig Glück mit gehabt. Und ja, auf jeden Fall, Federspeicher sagte Zylinder 3 Missfire, also Fehlzündung. Dann habe ich ausgebaut, habe die auf Zylinder 1 gesetzt, getauscht, wieder ausgelesen, Fehlzündung Zylinder 1. Also Fehler ist mitgewandert, somit ist ganz sicher, dass die Zündspule kaputt ist. Ich habe es wieder zurückgetauscht und geguckt, alles klar, kaputt. So, wir haben jetzt hier Zylinder 3. Machen wir ein X hier drauf. Die Zündspule ist kaputt, die ist defekt. So, wie bestimme ich jetzt die Zylinderanordnung? Vielleicht das erste. Die Zylinderanordnung für Zylinder 1 ist immer gegenüberliegend der kraftabgebenden Seite. Heißt, kraftabgebend ist nach da, Getriebe ist natürlich hinten, das ist die kraftabgebende Seite. Gegenüberliegend hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ist es vorgeschrieben. So, jetzt fangen wir eben an. Jetzt holen wir uns erstmal die Zündspulen alle raus. Eben kurz alle Schrauben einmal lösen. So, nachdem wir jetzt quasi die Schrauben alle raus haben, gehen wir bei und hier haben wir die Klammer, die müssen wir natürlich einmal nach oben. Kann man besser einmal mit einem Schlitzschraubendreher drunter gehen, genau in der Mitte und einmal anheben, Stecker abziehen vorsichtig und dann haben wir die schon in der Hand. So, die packen wir uns alle weg. Die kommen raus. Wenn ihr die alle raus habt, das war mein Magnet. So, wenn ihr die alle raus habt, einmal kurz in die Kerzenschächte reingucken. Ist da irgendwie Dreck drin? Ist da Öl drin oder sonstiges? Ich sag mal, hier ist es auch jetzt auf keinen Fall. Die Kerzen sind noch nicht mal 72 Stunden hier drin. Also das ist jetzt alles noch relativ frisch hier. Aber einmal eben kurz einen Blick reinwerfen. Ne? Kann ja sein, dass da unten zum Beispiel Öl drin steht, wenn ihr hier zu viel Öl aufgekippt habt oder der Vorbesitzer ein Auto neu geholt, wie auch immer. Ist immer ein gernes Fehlerbild, dann läuft das Öl nämlich hier unten rein, steht bis hier oben voll, die Kerze ist abgesoffen, den Öl. Ja, und dann, sie ist zwar dann gut geschmiert, aber zündet halt dann scheiße, ne? Weil halt dann das halbe Öl nämlich in die Zündspule reinkommt. Und dann kann es auch sein, dass er dann unrund läuft.
alles so mögliche Fehlerquellen. So, dann nehmen wir ganz gerne auch noch ein Sprühfett mit dabei. Gerade für Kontakte und sowas ist das eigentlich echt eine geile Geschichte. Das ist nämlich hier so ein spezielles Zauberzeug. Finde ich ganz gut, arbeite ich schon seit Jahren mit. So, immer für die Leute, die mich verfolgt haben, die haben ja gesehen, wie ich die Stecker und so alles angeguckt habe. Für die Leute, die jetzt gerade eingeschaltet haben, fange ich das nochmal kurz nach vorne an zu erklären. Und zwar ganz wichtig, wenn ihr das jetzt hier einmal auseinander habt, schaut euch einmal die Stecker an. Und zwar, wie sehen die von innen aus? Sind die Dichtungen drin? Sind die Pins okay? Sind die oxidiert, korrodiert? Sind die rausgeschoben, rausgedrückt, verbogen? Sind so viele mögliche Fehlerquellen, was man dann so schon ausschließen kann. Und dann, wie gesagt, einmal kurz einen Blick reinwerfen. Hier habe ich überall jetzt schon schön Kontaktspray schon ein bisschen reingetan. Das sieht alles super aus. So, wenn ihr natürlich neue Zündspulen kauft, klar, das Risiko ist sehr gering, dass die jetzt kaputt ist, dass die irgendwie schon einen Pin verbogen hat oder so. Aber wie gesagt, die haben jetzt gerade, ich glaube, 500 Kilometer, so das gelaufen, die sehen auch echt top aus. Also das kann man ja auch sehen. Und gucken auch von innen, ob die von innen auch schön glänzen. Nicht, dass das hier oxidiert ist, hier innen drin. Und zwar hier die Spannfeder für die Kerze quasi, wo die halt den Kontakt übermittelt, dass das auch schon sauber aussieht. Und da kann man dann auch einmal so einen Tropfen Kontaktspray eben mit drauf, dass die Feder schön sauber bleibt. Und dann kann man die Spulen auch so wieder reinsetzen. So, dann legen wir die drauf. So, und wir merken richtig, dass die Feder auch für Kerze auch aufsitzt. Das heißt, ich berühre jetzt noch nicht mal den Kopf. Seht ihr, wie das Modul mitgeht? Also ist perfekt. Also die Kerze ist auch passend für den Motor. Also ist alles, so kann man es immer schön kontrollieren. So, Stecker drauf, Klammer runterdrücken. So gehen wir es jetzt in jedem einmal durch. So, jetzt habe ich alle Module wieder drin. Stecker sind alle drauf. So, jetzt nehme ich hier meine 12 M6 Schrauben. Masterband nicht vergessen, ganz wichtig. Vorne hier hinten. Einmal das hier und hier hinten habt ihr natürlich auch eins. Das muss natürlich auch wieder dran. So, dann kommt das alles rein. So, jetzt ziehen wir die nur einmal ganz kurz ein bisschen fest. Halt normal festziehen, ne? Das ist keine 8 Meter Verlängerung in 400 Newton, sondern ganz normal einfach festziehen. So. So, normal festziehen heißt zwischen 12 und 15 Newtonmeter. Damit zieht man die Schraube an. Braucht die nicht so festballern. Wie ihr seht, mit dem Finger konnten wir die gerade so runterdrücken auf Anschlag. Somit war das ja die Endposition und die Schrauben halten jetzt quasi nur das Modul permanent unten. Klar, es muss ein bisschen angezogen sein, ne? Aber ihr wisst, wie ich das meine. Einfach gut fest, ganz normal. So. Jetzt haben wir die drin und ich würde sagen, jetzt schmeißen wir den Koffer mal eben an. Gucken, ob er jetzt schön auf alle 6 läuft. Und dann wollen wir uns das Ganze mal eben anschauen. Wie gesagt, Massekabel sind alle drauf. Die Stecker habt ihr alle vernünftig drauf. Massekabel, hier das Massekabel hinten. Wobei man das hier nicht abschrauben braucht. So, Stecker sind alle vernünftig drauf. Die Klammern sind alle vernünftig unten. Öldeckel ist zu, ganz wichtig. Und ich würde sagen, dann schmeißen wir ihn mal an. Ja, er läuft jetzt wieder richtig schön sauber. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Melinda Horn. Ciao.